wertvolle Zeit vertan worden, bis die Russen endlich westliche Hilfe akzeptieren wollten. Nun sind zwei russische Offiziere zu Gesprächen in Brüssel seit gestern. Frank Salis, NATO-Sprecher in Brüssel. Haben Sie von den Russen denn wirklich noch neue Informationen bekommen oder wusste die NATO nicht eigentlich schon alles? Ich denke, wir haben sehr präzise Informationen bekommen für unsere Experten, sodass die norwegischen Taucher und auch die Kameraden der britischen Marine sich auf den Weg machen können. Natürlich müssen Details vor Ort abgesprochen werden, aber wir sind doch zuversichtlich, dass der Einsatz unserer Kameraden Sinn macht. Was sind das für Informationen? Sind das Zeichnungen oder Ortsangaben oder was ist das? Es handelte sich um präzise technische Informationen über die Luke selbst, über den Zustand des Bootes, über die bereits durchgeführten Arbeiten, über den Seegang, über die Strömungsverhältnisse vor Ort. Es gab intensive, sehr kooperative, sehr offene, sehr professionelle Gespräche zwischen den russischen Seeleuten, die wir immer noch hier haben in Brüssel, und zahlreichen Experten, sowohl in unserem Hauptquartier in Großbritannien als, und so wird es morgen sein, auch zwischen Experten in den Vereinigten Staaten. Sie sagen, jetzt läuft die Zusammenarbeit gut. Es gibt so etwas wie eine Partnerschaft für den Frieden zwischen NATO und Russland. Wie ist es in dem Zusammenhang erklärbar, dass man bis gestern gebraucht hat, um sich dann wirklich in Brüssel zusammenzusetzen? Die Partnerschaft für den Frieden, in der wir mit zahlreichen Ländern intensiv bereits zusammenarbeiten, steht für alle in Europa offen, auch den Russen. Die russische Seite hat bisher nur sehr selektiv von unseren Angeboten Gebrauch gemacht. Die Tür zu unseren Manövern, zu unseren Übungen, die wir mit den Partnern machen, auch im Übrigen im Bereich Rettungswesen auf See, steht immer offen und stand immer offen. Herr Salis, Dankeschön nach Brüssel. Es ist schon erstaunlich, wie lange der russische Präsident Wladimir Putin gebraucht hat, um offenbar zu verstehen, wie die Lage wirklich ist. Erst hat er sich monatelang als starker Mann präsentiert, als Pilot im Überschallflugzeug, auch als Mitfahrer im U-Boot. Und nun ist er abgetaucht. Nun richtet sich plötzlich alle Wut gegen den Mann, der zunächst mal seinen Urlaub am Schwarzen Meer fortsetzt, bevor er heute endlich nach Moskau zurückkehrte. Ina Ruck berichtet. Wir haben ihm alle geglaubt zu Hause. Aber jetzt, wie er sich verhält in dieser Tragödie, ich vertraue ihm nicht mehr. Jeder Präsident, der sein Volk liebt, hätte anders reagiert. Es ist schlecht, wie Putin reagiert. Er ist nicht da, wo man ihn braucht. Das sind ganz neue Töne im Putin-Land. Der strahlende Held hat einen hässlichen Kratzer. Immer lauter wird der Unmut über den Mann, der noch vor kurzem der Liebling der Nation war. Zeigen Sie Ehre, fordert heute die Izvestia frech vom Präsidenten. Das Foto zeigt ihn mit Militärmütze. Es ist, als hätte jemand die Schleusen geöffnet für Kritik am Staatschef. Putin hat heute seinen Urlaub beendet und fuhr als erstes auf die Krim zum GUS-Gipfel. Dort machte er das, was russische Staatschefs schon immer gut konnten: Verantwortung abschieben. Nein, er habe ausländische Hilfe nie abgelehnt, sagte Putin auf Fragen der Journalisten. Aber sein Verteidigungsminister und sein Flottenchef hätten ihm lange versichert, dass die gar nicht nötig sei. Unmoralisch sei Putins Verhalten, sagte heute auch Boris Nemtsov, einer der bekanntesten Politiker Russlands. Und er hat dafür eine Erklärung. Ich glaube, dass Putin Menschen einfach nicht besonders schätzt. Aber ein Staatsoberhaupt braucht auch bestimmte menschliche Fähigkeiten. Fehlen die, dann hilft auf Dauer auch keine Imagekampagne. Das sind harte Worte. Ina Ruck in Moskau, kann es sein, dass Putin wirklich so ahnungslos war? Möglich ist das tatsächlich. Es ist möglich, dass er einfach falsch beraten war, dass er die Situation tatsächlich völlig falsch eingeschätzt hat. Auf jeden Fall, er steht nicht sehr gut da und er wird vor allem, das haben wir gerade gesehen, wenn er jetzt nach seinem kurzen Urlaub, nach seiner einen Woche, die er nicht da war, einer entscheidenden Woche zurückkommt nach Moskau, er wird auf ein ganz verändertes politisches Klima treffen. Hat er eine Chance, sich da wieder freizuschwimmen, da wieder rauszukommen? Da muss er sich sehr anstrengen, er muss vor allem das Vertrauen der Leute zurückgewinnen und er muss jetzt zeigen, dass er, das ist meiner Ansicht nach das Entscheidende, dass er tatsächlich selbst die Verantwortung übernimmt für diese Sache und sie nicht etwa abschieben, denn das wäre sehr einfach, jetzt einfach Köpfe rollen zu lassen. Das hat Jelzin vorexerziert, das ist sicherlich nicht das, was dieses Land im Moment braucht. Danke, Ina Ruck.
Der Präsident in Moskau also hilflos, die Angehörigen in Murmansk wütend, die Helfer auf dem Meer verzweifelt und alle Augen richten sich auf das britische Rettungs-U-Boot, das nach menschlichem Ermessen wahrscheinlich zu spät kommen wird. Irgendwie wird man bei all dem das Gefühl nicht los, dass ohne falschen Stolz, dass ohne militärische Geheimniskrämerei die Angelegenheit etwas besser hätte ausgehen können. Danke für Ihr Interesse am Brennpunkt. Neue Informationen spätestens kurz vor 10:30 im Bericht aus Berlin. Guten Abend aus Köln.